Erblich bedingter Haarausfall betrifft ca. 40% aller Männer. Ich gehöre auch dazu. Hendrik Hai, 57 Jahre. In meiner Jugend war ich gesegnet mit einer vollen Haarpracht. Doch im Laufe der Jahre kamen auch bei mir immer deutlicher die Geheimratsecken zum Vorschein. Ich werde jetzt meinen Geheimratsecken offen den Kampf ansagen, und zwar in einem Selbstversuch, an dem Sie alle teilhaben dürfen. Auf der Suche nach einem erfahrenen und qualifizierten Spezialisten bin ich in Frankfurt auf Ästhetik Quartier gestoßen. Eine Schönheitsklinik, die von der Brustvergrößerung über die Fettabsaugung bis hin zur Haartransplantation Menschen dazu verhilft, sich wieder im eigenen Körper wohler zu fühlen. Ein Punkt, der für mich bei der Wahl der Transplantationsmethode besonders wichtig ist: ich möchte schon kurze Zeit nach dem Eingriff wieder Termine wahrnehmen können. Ob das möglich ist, wird mir beim Erstgespräch Silvia Nickisch beantworten. Sie ist Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie bei Ästhetik Quartier. Vor dem Eingriff wird die Expertin zunächst meine Haarqualität und Haardichte genau analysieren. Man schaut sich diesen Spenderbereich erstmal an und dann muss man erstmal hören, was ist der Wunsch des Patienten. Ja? Wie stellt er sich das Ganze vor? Wie soll die Haarlinie verlaufen? Ist das machbar? Würde man das empfehlen? Da kommt es auch darauf an, wie jung ist derjenige. Wenn der erst 25 ist, muss man natürlich auch gucken, in die Zukunft schauen, was wird der Haarausfall bringen, familiär gesehen. Eine interessante Frage, denn ich habe schon von unterschiedlichsten Theorien gehört, welcher Elternteil denn nun eigentlich die Gene für den Haarwuchs vererbt. Meistens schaut man natürlich in die Familie, und zwar nicht nur eine Generation, sondern auch mehrere Generationen zurück. Das heißt, der Vater hat zum Beispiel gar keinen Haarausfall. Kann es durchaus sein, dass der Vater der Mutter, also der Opa mütterlicherseits, Haarausfall hat. Aus dieser Richtung kann eben auch der Haarausfall kommen oder eben noch eine Generation weiter zurück. Und daran erkennt man dann, ob der Haarausfall, wie weit wird der fortschreiten. Nach der ausführlichen Beratung fällt die Empfehlung auf die FUE-Methode. Hierbei wird kein Hautstreifen am Hinterkopf entnommen, sondern lediglich einzelne Haarfollikel, im Fachjargon auch Grafts genannt. Auch bleiben keine sichtbaren Narben zurück und ich muss mir den Kopf nicht komplett kahl rasieren. Sie merken, ein klein wenig eitel bin ich dann schon. Am nächsten Tag geht es früh morgens los und ich gestehe, ich bin etwas aufgeregt. Fachärztin Silvia Nickisch zeigt mir noch einmal, wie meine neue Haarlinie verlaufen wird. Mit Hilfe des Maßbandes wird die optimale Ansatzhöhe berechnet, sodass das Ergebnis später möglichst natürlich wirkt. Damit ich von dem Eingriff nichts merke, wird zunächst der Bereich am Hinterkopf örtlich betäubt. Das ist nicht gerade angenehm, zeigt aber schnell Wirkung. Jetzt beginnt die Haarchirurgin mit ihrem Team und einem Hohlbohrer die einzelnen Haarfollikel aus dem gekennzeichneten Spenderbereich an meinem Hinterkopf zu entnehmen. Die entnommenen Grafts werden erst einmal in einer Nährlösung gebadet, bevor sie im Anschluss gezählt und sorgfältig sortiert werden. Denn Haar ist nicht gleich Haar. Jedes hat eine spezielle Wuchsrichtung und soll später am Vorderkopf auch im richtigen Winkel fallen. Nach gut 4 Stunden habe ich den ersten Teil des Eingriffs hinter mir. Über 2000 Grafts wurden an meinem Hinterkopf entnommen. Vergleichsweise wenig, wenn man bedenkt, dass jeder Mensch durchschnittlich 100.000 Haare besitzt. Auf dem Rücken liegend geht es nun an das Implantieren. Auch hierfür wird zunächst die Kopfhaut betäubt, bevor Silvia Nickisch beginnt, mit einem kleinen Skalpell feine Schnitte in die Kopfhaut zu ritzen. So blutig es auch aussehen mag, merken tue ich davon fast nichts. Um ein natürliches Ergebnis zu erzielen, ist volle Konzentration und eine hohe Präzision gefragt. Und während das Team gekonnt die Grafts wieder einpflanzt, vertreibe ich mir die Zeit mit einigen Serien. Nach knapp 4 weiteren Stunden ist es geschafft. Jetzt freue ich mich erstmal auf etwas Bewegung und ein Abendessen auf meinem Hotelzimmer, bevor es zurück nach München geht. Wie man sehen kann, trage ich einen Verband um den Kopf, der im Wesentlichen dazu dient, die Entnahmestelle am Hinterkopf zu fixieren. Ansonsten sieht man hier oben, was da alles passiert ist. Ja, ein bisschen was vielleicht noch zur ersten Nacht, die war vollkommen schmerzfrei. Man muss halt versuchen, auf dem Rücken zu liegen, um nicht die
diese frisch eingesetzten Stellen zu gefährden, aber das war auch relativ unproblematisch. Also man kann durchaus sagen, nach der Operation eigentlich alles okay. Aber mal schauen, wie sich das in den nächsten Tagen gestaltet. Der Verband ist runter. Man sieht eigentlich ja, nicht so viel, weil der Vorteil ist ja, dass bei mir die Haare nicht ganz wegrasiert worden sind, sondern oben stehen geblieben sind, sodass ich jetzt im Moment quasi die ausgebesserten Stellen ein bisschen kaschieren kann. So kann man ja schon fast wieder unter die Leute gehen. Was auch passiert, ist natürlich, da oben am Kopf sehr viel rumgefummelt wird, schwillt er natürlich an. Und das ist auch etwas, was dann geschieht. Die Schwellung wandert nach unten. Deshalb habe ich im Moment relativ geschwollene Tränensäcke. Das geht aber auch nach einiger Zeit. Ab dem dritten Tag sollte man dann auch die Haare waschen und sollte das aber auch nach Anleitung sehr vorsichtig tun, also nur ein bisschen tupfen und nicht dran reiben. Die Altersspanne, in der Haartransplantationen vorgenommen werden, ist breit gefächert. Je nach Leidensdruck wenden sich auch schon junge Menschen ab Anfang 20 an das Team von Ästhetikquartier. Denn volles Haar ist ein Symbol für Gesundheit und Stärke. Doch nicht immer ist eine Transplantation möglich, erklärt Silvia Nikisch. Wenn die Fläche, die zu transplantierende Fläche sehr groß ist, also Sie eine vollständige Oberglatze sozusagen auf dem Oberkopf haben, dann ist eine Haartransplantation fast nicht mehr so möglich, dass man jetzt eine 100% Zufriedenheitsgarantie hat. Und der Spender, wenn der Spender sehr schlecht ist. Ne? Man kann das natürlich dann aufteilen und sagen, wir beschränken uns nur auf eine Zone für die Haartransplantation. Das sagt man zum Beispiel jetzt im vorderen Bereich. Das heißt, wenn man jemanden von vorn anschaut, dann ist zumindest der Vorderbereich abgedeckt und hinten bleibt dann natürlich dann halt die Glatzenbildung. Hier bietet beispielsweise eine Haarpigmentierung eine gute Möglichkeit, das noch verbliebene Haar dichter erscheinen zu lassen. Doch nicht nur wir Männer leiden unter lichter werdendem Haar. Genauso können Frauen, stress- oder hormonell bedingt, von Haarausfall betroffen sein. Auch sie bekommen Hilfe bei den Spezialisten von Ästhetik Quartier. Meine neuen Haare haben sich über die vergangenen Monate übrigens prächtig entwickelt. 8 Monate nach dem Eingriff ist es ganz schön was passiert, würde ich sagen. Man muss halt sehr viel Zeit mitbringen, man muss warten, was passiert. Am Anfang, nach einer gewissen Zeit, fallen diese neu implantierten Haare erstmal ein bisschen aus. Und dann wachsen sie und wachsen sie und wachsen sie. Der ganze Prozess kann sogar bis zu einem Jahr dauern, bis das ganze Resultat fertig ist. Aber hier so nach 8 Monaten, finde ich, ist es eigentlich schon ganz gut sichtbar. Auch ist irgendwie bemerkenswert, dass Menschen, die mich schon lange nicht gesehen haben, denen das kaum auffällt. Also so viel verändert habe ich mich nicht. Falls auch Sie über eine Haartransplantation nachdenken, hat Silvia Nikisch noch einige Kriterien, die Sie bei der Wahl der richtigen Haarklinik beherzigen sollten. Ich glaube, viele oder die meisten entscheiden die Haarklinik danach auf Empfehlung. Also wo ist jemand schon mal gewesen, den ich kenne, und der dort eine gute Haartransplantation hat machen lassen. Und natürlich das erste Beratungsgespräch. Ja. Aber das fällt ja oft, wenn man jetzt zum Beispiel ins Ausland geht, fällt das ja meistens weg, sondern man entscheidet sich in Deutschland und fliegt dann ins Ausland. Ich denke, dass der Preis auch entscheidend ist. Also wenn es sehr, sehr günstig ist, dann kann es wahrscheinlich nicht unbedingt das Beste sein. Heute, knapp 2,5 Jahre nach meiner Haartransplantation, sieht mein Haarensatz natürlich und voll aus. Genauso, wie ich es mir gewünscht habe.